Skrattel, er darf als erstes. Brüder habe ich. Trebuchet. Und Soldier wurde gegen einen anderen Level 5 oder einen anderen 5 Damage ausgetauscht. Ich habe einen Ranged. Ach, der kommt auch wieder hier mit seinen ewig schwachen Karten an. Warum auch immer die Squirtle Decks immer so. Tim. Hat er zwar nochmal einen Sprung gemacht, aber. Irgendwie. Oh, shoot. So, mal die Trebuchets los. Als stärker. Er hat aber nur noch 3 Karten. Mal sehen, ob er noch eine Karte legt. Nein. Passt. Ein Unentschieden wird ihm nämlich schon reichen. Mir aber nicht. Aber jetzt habe ich noch so einen kleinen Bonus, dass ich erstens gewinne und zweitens mit der hier hole ich mir den Freund hier wieder. Habe ich sogar 3-mal. Ja, guck, du hast einen Trick. Und ich habe einen Trick. Oh. Komisch, dass er aber trotzdem nicht hilft. Warte, der hat noch eine Karte. Hatte noch eine Karte, aber vermutlich nur eine Wetterkarte oder so. Wer weiß. 2 Euro. Naja. Fancy a gander at our little stockpile. Show me what you got. Oh. 50. Gut, 70 habe ich schon. Nilfgaard Empire. Decoy. Hatte ich eh schon. Okay. Oh, das sind meine neu gemachten. Okay. Oh, warum hatte ich die eigentlich nicht verkauft beim Dings drüben? Ach, das waren dieselben, ne? Nur, dass die besser, die ich habe, besser waren. Hm.
Okay, schau ich mir das eben. Will ich ihn jetzt nochmal. Wouldn't mind a few rounds of Gwent. Willingly, they take a hammer to his noggin. You will go first. Dang it. Okay. Oh, der Spion. Schön. Okay. Sultan. Sultan, na gut, ja. Habe ich jetzt nicht das Horn, weil dann hätte ich jetzt schon gewonnen. So ungefähr. Ja, die kann ich auch. Die bringen dir nur in der Masse etwas, wenn du 3 oder 4 davon hast. Das ist natürlich die Sache. Was mache ich jetzt? Weil damit habe ich fast schon gerechnet. Damit lasse ich mich noch eine Karte verschwenden. Wenn er die Runde gewinnen will, soll er sich ranhalten. Ein Spion. Jetzt hat er mich verstärkt. Okay, fangen wir damit an. Dann hat er noch mal eine Chance. Oh. Kriege ich noch mal 2. Ich gewinne mit einer Karte. Einer Karte auf der Bank und 53 Punkten in Runde 2. Some hair of the hound. Got any vodka? Boah, hatte ich das nicht schon durchsucht? Alles. Geralt! Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Ja, das arme Mädchen. Ich sollte echt mal den weitermachen, weil das ist schon. Stash. Oh, ich muss noch meine Handschuhe umziehen. Und mein Pferd.
What the hell? Nein, nie. Jetzt auf einmal klappt das hier oder was? So ein Theater. Ich meine, die wiegen zwar alle nix, aber naja. Den meisten Kram kann ich davon auch schon verkaufen. Aber dann ist es wenigstens mal ein bisschen übersichtlicher. Was zur Hölle? Okay. Naja. Ansonsten. Das waren die Klamotten, dass sie in Eile gegangen ist. Achso. Hier müssen wir mal Zoff anfangen. Bestimmt witzig. Ich war ja überall schon. Unten war ich da auch schon. Well, bring out the Gimp. Think the Gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to wake him up now, won't you? Well, Das war das geheime Priesterzimmer. Wahrscheinlich muss ich nur noch mit dem Kerl reden. Oder ich muss... Ich habe ganz grob irgendwas übersehen. Vielleicht habe ich einen Raum tatsächlich übersehen. Oh, das Gemälde hatte ich noch nicht. The Baron and his wife look happy enough. What's this? Tatsache. I wonder who wanted to hide the hole and what's on the other side. Schrank, huh? It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Ja, so kann's gehen. Das Ganze. Ja, gutes Stück übersehen. Deep nicks. Hit with a heavy object. Okay. Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle from Toussaint. Yeah, Ervolus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Oh, wer hätte es gedacht? Ah, da war ein. Damn, trail breaks off. Could find something loosewood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman, protective. Question is, against what? Won't find much else here. Don't poking around. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you barmy? I made it for her. She was four, perhaps five winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands.
This is Triss. No offense, but not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with? Fair. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Alles klar. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushies, one and all. Give your men Ervalus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ought to have a chat with this Pella. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it, he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Ja. Die Hicks ganz schön dafür, dass die hier am Arbeiten ist. Ich mag dünne, dicke Schienen. Oh, der Ausgang hier, ja, stimmt. Na gut, dann reden wir mal mit dem Kerl. Wind. Gut. Sag mal, wo wohnt er überhaupt? Shoot. That's it, Roach. Wenn ich das doch mal vorher. Oh, ganz vergessen noch. Das Sattel noch. Shake, shake. Move it. Na also, es klappt doch. Warte mal sehen, wo es uns hinführt hier. Monster in der Gegend. Die Fässer sind wieder da gewesen. Interessant. Naja, aber ohne irgendwen, den man damit in die Luft jagen kann, haben wir ja wenig Sinn. Wow. Da ist das bisschen mehr Ausdauer für das Pferd. Ist wirklich nicht ohne. Oh, den kennen wir doch. Hier waren wir doch schon mal und da war die Tür zu. What do you want?